Hallo von Dornröschenwolle aus dem schönen Atelier in Nienburg. Ja, ich bin Christine von Dornröschenwolle und jetzt umgezogen mit der ganzen Wolle hier nach Nienburg in dieses schöne Atelier. Findest mich in der Karl-Schütte-Straße im Hinterhaus und es ist ganz verwunschen und ganz idyllisch. Und wenn du mir auf Instagram folgst, hast du sicher schon ganz, ganz viele Bilder gesehen vom Atelier, von der schönen Wolle und so weiter. Jetzt auch hier auf YouTube. Und ich dachte, ich zeige dir einfach gerade jetzt mal, was es für schöne neue Sockenwollfarben gibt. In meinen Färbetöpfen hat sich zum Anfang des schönen Jahres 2023 als erste Sockenwolle eingefunden. Und deswegen zeige ich dir jetzt hier mal die neuen Färbungen. Und dann kannst du mal stöbern gehen, www.dornröschenwolle.de, und gucken, ob du vielleicht was davon haben möchtest. Diese Farbe ist Americano. Die macht ganz, ganz sicher richtig schöne Socken. Schau mal. Dann haben wir hier Wintervergnügen. Das erinnert mich sehr an so einen schönen Strandspaziergang eingemummelt. Und ja, so richtig mit Wind um die Nase und Sand unter den Füßen. Ja, so im Januar vielleicht, im Februar, so ein richtig schöner Strandspaziergang. Schau mal. Die ist auch ganz schön geeignet, um Muster reinzustricken, weil sie eben nicht so einen auffälligen Farben hat. Machen wir hier mal weiter mit Wenn der Frühling lockt. Ja, auch nicht so auffällig und gerade im Moment mag ich diese zarten Farben so sehr. Es muss irgendwie doch an der Jahreszeit liegen. Und die Vögel haben hier bei uns schon so nach Frühling gerufen in den letzten Tagen, obwohl wir ja gerade erst Anfang Januar haben. Und deswegen, vielleicht magst du einfach diese wunderschöne Farbe. Oder du hast es eher lieber dunkel. Dann ist bei Vollmond vielleicht was für dich und deine Stricknadeln. Schau, das hat so braun und dunkelblau und verschiedene Blauschattierungen. Das sind die Nächte, die niemals wirklich dunkel werden, weil der Mond sich so eine Mühe gibt, sie hell zu machen. Voll schön. Weiter geht's mit gesprenkeltem Es ist kalt. Und schau mal hier, da sind die Sprenkel. Ganz, ganz schön. Das macht auch sehr, sehr schöne Socken. Da muss ich immer vorsichtig sein, dass ich sie nicht alle selbst anstricke, stricke und euch sie abgebe im Dornröschenwolle-Shop. Wäre ja viel zu viel für mich. Also schau gern du rüber, ob du davon was haben magst. Dann gibt es was Buntes, natürlich. Das ist reine Freude. Die ist auch schon sehr schön frühlingshaft bunt. Kann man natürlich auch im Winter tragen, macht einfach gute Laune. Und wenn wir einmal bei bunt sind, dann können wir gleich noch ein bisschen mehr bunt werden. Das ist reines Vergnügen. Hat sehr, sehr schöne bunte Socken. Und jetzt nochmal am Stoppelfeld. Das hat diese schönen Ocker- und Erdtöne. Und hier ist nochmal Konfetti, auch mit erdigem, orangebraunem Konfetti. Hier sind noch ein paar blaue Sprenkel. Wirklich, wirklich schön. Und ich bin verliebt. Verliebt in Wolle, verliebt ins Leben, verliebt, einfach verliebt. Und das sind so, so, so fröhliche, schöne, herzerwärmende Farben. Pink und Orange und Rot. Mag ich auch sehr. Ja, und dann gibt es aus dem November, da gab es eine Serie und zwar Business-Sockenwolle. Ganz neu und die habt ihr alle so eingekauft, dass ich immer mal wieder nachgefärbt habe. Und das Gute daran ist, dass es die einfach jetzt immer noch gibt, weil ich einfach eine Riesenmenge gemacht habe. Und die zeige ich euch auch gerade nochmal, weil die einfach so klassisch schöne Business-Socken macht.
Das ist einfach richtig dunkel, so schwarz, gefärbt mit einer Farbe. Und die macht ganz, ganz schöne dunkle Socken mit so leichter Nuance. Also sie sind auffällig, ohne auffällig zu sein. Einfach richtig schön. Die gibt es mit Lila. Dann habe ich sie mit Braun. Schau, so. Und es gibt noch einen letzten Strang mit Grün. Und einen mit Blau. Genau. Diese vier Farben sind gerade noch vorrätig im Dornröschenwolle-Shop, wenn du klassische Business-Socken stricken möchtest. Die gleiche Serie gibt es nochmal in Naturfarben, also Grau mit jeweils einer Farbe. Da kannst du auch mal schauen. Findest du auch bei Sockenwolle im Dornröschenwolle-Shop. Und natürlich gibt es da nicht nur Sockenwolle. Und deswegen zeige ich dir einfach jetzt gerade nochmal, was ich gerade stricke. Und hey, hey, es sind Socken. Und zwar aus der Wolle mit Tencel. Das ist diese hier. Die hat so einen ganz, ganz schönen, weichen Glanzanteil. So, das heißt, nach dem Regen hat auch Sprenkel. Und ich stricke da gerade Socken draus und schau, die sehen so aus. Dann siehst du mal, wie das aussieht, wenn das so sprenkelt. Ich kann ja den Faden hier gerade noch mal ein Stückchen zur Seite nehmen. Schon mal so ein Anstrick. Und folg mir gerne auf Instagram, da siehst du dann immer mal wieder ganz, ganz schöne Sachen, was aus dieser Wolle wird und ja, das Leben mit Wolle, was das so ausmacht. Ich mag das schon sehr. Dann weißt du, wie es geht mit dem Färben. Dann siehst du, ach ja, ganz, ganz viel aus dem Leben. Schau einfach gerne mal rüber. Da bist du sozusagen voll am Puls der Zeit. Und ja, ich stricke auch gerade noch einen Pullover, und zwar so ein Karamo-Pullover. Das sind diese ganz weiten, wahnsinnig kuscheligen. Und ich habe zwei gestrickt und trage die sozusagen immer, so nach dem Motto, wer mich kennt, kennt auch meine zwei Pullover. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht macht es ein dritter eigentlich auch. Und jetzt dürfen nach irgendwie, ich glaube, ich habe die drei Jahre, also schon sehr, sehr lange, dürfen jetzt mal neue Pullis her, und deswegen stricke ich gerade einen Karamo-Pullover, und zwar in Blau. Und den zeige ich dir auch gerade noch mal. Der ist nämlich so gut wie fertig. Also, das wird ein Blauer. Und ich freue mich jetzt schon, den anzusehen. Der ist so kuschelig. Ich habe den gestrickt aus einem Faden Chiki Merino Joy von Rose Green in der Farbe Kornblume. Und einem dazu Fädchen Les Mohair von Lang. Das ist die Farbe 33. Ich glaube, irgendwie was mit Jeans, keine Ahnung. Müsste mal gucken. Farbe 33 auf jeden Fall. Passt super cool zu Kornblume. Und ich habe sozusagen den Pulli soweit fertig. Da, Ärmel dran. Und der zweite Ärmel kommt jetzt. Voll schön. Also ich liebe den jetzt schon. Und werde den ganz, ganz fix fertig machen, dass ich ihn fix anziehen kann. Ja. So viel jetzt erstmal von mir hier von Dornröschenwolle aus Nienburg. Folgt mir gern. Ich denke, ich werde in der nächsten Zeit immer mal wieder ein kleines Video hier hochladen. Dann kannst du mal gucken und auch mal ein bisschen mitverfolgen, wie es hier so geht. Und ein bisschen was erzählen hier, wie es alles so wird. Und ja, wie schön und schöner das hier wird und was es geben wird für Veranstaltungen, Events und so weiter. Ich habe ganz, ganz viele Pläne und ganz schöne Ideen für 2022. Und du bist herzlich willkommen, einfach mal vorbeizuschauen, hier zu sein. Die Öffnungszeiten fürs Atelier findest du auf der Shop-Startseite, auf der Dornröschenwolle-Shop-Startseite im Internet. Und ja, schau einfach gern rein. Ich freue mich sehr, dich zu begrüßen. Und dann kannst du hier durch die Regale stöbern und dir direkt was Schönes aussuchen und mitnehmen. Oder du bestellst im Online-Shop und ich packe dir ein Paket und schick's dir. Hab's fein, wir sehen uns. Und ja, hab einfach eine richtig, richtig schöne Zeit. Bis ganz bald.